Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu Minecraft Battle Project Staffel 2. Es geht endlich los. Was heißt endlich? Es war erst vor kurzem Staffel 1 zu Ende gegangen. Genau, ihr hört hier schon. Ihr hört hier schon ein paar Leute im Hintergrund. Ich bin hier nicht alleine auf dem Server. Das Projekt ist mit mehreren Leuten. Die Leute, also die Kanäle von Leuten, findet ihr in der Beschreibung. Auf jeden Fall Abo nicht vergessen, denn wenn wir hier ein paar Trolls raushauen, genau das muss ich nochmal erklären für alle, die das Projekt nicht kennen. In dem Projekt geht es darum, wir werden uns ein bisschen trollen und Streiche spielen. Jeder kann so sein Land gründen und alles mögliche. Ihr werdet da noch irgendwann reinkommen. Und wenn wir einen trollen, dann werdet ihr die Reactions von bei den anderen quasi auf die Trolls und sowas auf den Kanälen sehen. Deswegen Abos bei den anderen nicht vergessen, findet ihr in der Beschreibung. Hallo, ich bin jetzt hier am Aufnehmen. Hallo, genau. Hallo. Jeder hat hier so eine Kristallkugel. Am besten ist jeder wählt mal sein Geschlecht jetzt damit aus. Ich bin auf jeden Fall männlich. So, also ich farm jetzt mal für euch alle hier Holz, weil ihr könnt hier am Spawn nichts abbauen, weil ihr keine OP habt. Keine Ahnung. Ich mag Matthias irgendwie jetzt schon nicht mehr. Du magst niemanden, Frosty. Du magst Bendo nicht. Du, obwohl doch, Bendo hast du gemeint, findest du okay. So, hier, einmal kriegst du hier 3 Holz. Das sollte für ein Boot reichen. Dann kriegst du jetzt hier 3 Holz. Das sollte auch für ein Boot reichen. Dann kriegt... Da ist ein Apfel! Das ist meiner. Oh, ich hab was zu essen. Junge! Keine Ahnung, ich mache mir jetzt auf jeden Fall als erstes eine Werkbank, denn wir müssen ein Boot machen. Ja, ich hab... Hä? Alter, warum ist hier eine Witch? Warte, ich kill die. Ey, die hat mich vergiftet. Die hat mich vergiftet. So, also ich fahr jetzt weg. Wohin fahr ich denn? Ich komm mit. Ich will diesmal in deiner Nähe wohnen. Oh, ne. Du hast schon mal in meiner Nähe gewohnt und das war gar nicht gut. Also, tschüss, ich fahr jetzt los. Ciao. Tschüss. Bin der Erste, der abgehauen ist. Ja, ich geh jetzt erstmal, zum Dorf und hol mir Essen. Ich will jetzt hier... Dieses scheiß Boot lässt sich so... Alter, warum fährt jetzt das Boot weg, Alter? Geil. Ich fresse jetzt safe erstmal Kartoffeln hier. Oh, perfekt, die geben einfach gar keinen Hungerkeulen. Junge, was ist das? Warum geht Boote kaputt, wenn man irgendwo dagegen fährt? Ein Boot geht kaputt, wenn man irgendwo gegenfährt. Das hast du richtig erkannt. Das ist, glaube ich, auch normal. Hat mir jemand das Boot geklaut? Ein blauer Schlumpf hat mir das Boot geklaut. Ja. Digga, warum fährt das? Das ist so scheiße. Das Ding ist, weißt du, was viel behinderter ist? Dass wenn du aussteigst, dass das Boot erstmal einen Kilometer weit wegfährt. Oh nein, es wird Nacht. Leute, ich will es nicht sagen, aber ich habe einen Diamanten gefunden. Digga, warum ist das Boot schon wieder 500 Kilometer weit weggefahren? Von alleine. Nicht kollidiert. Ich bin Richtung, Nein, Alter, warum mussten wir... Ja, perfekt, Alter. Der scheiß blöde Jan hat mein Boot zerstört. Bench, hast du die mitgenommen, Justin? Ja, ich hab die, ja. Jetzt, du meinst, wärst du so der schlau in Trinkcraft. Scheiße, was ist das hier unten? Ich kenne mich mit der Mod super gut aus. Jetzt halt die Klappe, du nervst. Also warum die 1.7.10? Warum nicht die 1.17? Genau. Da gibt es dann 5 Mods, die cool sind und der Rest vom Fest ist scheiße. Ja und? Das Boot ist einfach kaputt gegangen. Ich bin nicht mal gegen was gefahren. Dann machen wir das Projekt. Das geht genau einen Monat und dann ist das Modpack ausgelutscht. Ist ja logisch. Da ist keine Vielfalt drin. Das ist halt komplett scheiße, dass ich mitten auf dem Ozean bin. Können wir bitte einen anderen... Ich bin schon längst an Land. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja. Können wir mal bitte diesen Mod rausnehmen, dass es extremst viele Dörfer gibt? Das fuckt ab. Könnten wir mal bitte einfach mal die ganze Zeit aufhören zu meckern, weil das vielleicht scheiße viel Arbeit war, sowas einzurichten und einfach mal, ne, Maulu vielleicht hier mal, ne? Also das ist halt echt nervig. Es ist auch extrem belastend, so ein Modpack tagelang einzustellen und dann die ganze Zeit nur Gemecker und Gemecker und Gemecker zu bekommen. Ja, alles scheiße hier, ey. Die ganze Zeit so eine scheiß Modpack hier, ey. Ist alles scheiße. Immer scheiß Regeln hier. Nee, ich find's halt scheiße, weil ich das Ganze, ich geb mir Mühe hier so gut wie es geht. Ich pack hier alles Mögliche rein, nehme tagelang Zeit und dann kriege ich nur Gemecker und Gemecker und die ganze Zeit nur angemaul und alles Mögliche. Ist das scheiße? Sorry. Was ist das denn? Hä? Was ist das für eine weiße Lohe? Hä? Was ist das? Warum ist da eine weiße Lohe? Ist die gefährlich? Alter, was ist das denn für ein kleines Kind? Das ist schon wieder so eine Lohe. Warte, ich greife jetzt mal so eine Lohe an. Mal gucken, was passiert. Oh, die schießt irgendwie so einen Scheißdreck, Alter. Oh, ich hab sie gekillt. Okay, keine Ahnung. Die hat gar nichts gedroppt. Also, ich bin jetzt gerade schon in der Höhle. Ich weiß nicht, wo ihr seid, aber ich bin schon in der Höhle. Perfekt, Alter. Kann es sein, dass meine Kamera ausgefallen ist die ganze... Oh, perfekt, Alter. Die ist mittendrin im Video irgendwann ausgefallen. Hä, warum? Merkst bei Minute 55 der Aufnahme, dass die Kamera sich irgendwann aufgehangen hat. Ah, jetzt funktioniert die Kamera, perfekt. Ey, hier ist doch echt eine geile Stelle. Hier vorne ist zwar ein Sumpfgebiet, da habe ich ein bisschen Schiss vor, weil da sind noch mehr Möglichkeiten zum Einsinken. Aber ganz ehrlich, hier auf dem Berg
Ich glaube, hier bleibe ich erstmal. Das sieht ja richtig geil. Ich glaube, ich baue mir so ein Baumhaus. So ein Zwischenstopp ist das. Ob das Final dann meine Base wird, das kann ich, wie gesagt, nicht sagen. Das sehen wir dann noch. Erstmal hier Fettkarotten anpflanzen. Und... Nein, ich bin so blöd. Oh, ich bin so dämlich. Oh, bin ich blöd. Das war richtig dumm. Ich habe die Kartoffeln gekocht, bevor ich sie eingepflanzt habe. Das war ja richtig dumm. Okay, da muss ich irgendwo nochmal ein Dorf plündern irgendwann. Dann pflanze ich jetzt nur Karotten an. Ich baue meine Häuser auch echt immer gleich. Perfekt. Ich habe hier doch bestimmt einen Block. Oder ich mache mir eine P99 jetzt. Eine Glock 17 meine ich. Boah, ich mache mir jetzt echt eine Schusswaffe. Warte mal. Ich mache mir jetzt eine MP7. Machen wir jetzt wirklich eine Schusswaffe aus dem Eisen. So, das hier kommt dann hier noch dran. Dann, ey, ich mache mir jetzt echt die erste Schusswaffe schon. Perfekt, Alter. Warte, jetzt brauche ich noch ein Magazin. Nein, Alter, ich habe meine erste Schusswaffe. Perfekt, Alter. Es geht ja super los. Und da haben wir das Nummernfeld. Okay, sehr schön. Dann kann ich mir jetzt auf jeden Fall gleich schon mal eine Truhe machen, die verstärkt ist. So, also sie kommt hier in die verstärkte Chest. Falls anklicken, gell? Nee, hä? Ah doch, ja, Rechtsklick anklicken. Okay, ich pack jetzt einen Code rein. Wenn man es braucht, dann kann man es immer noch suchen. So, jetzt haben wir, es wird langsam hier, Leute. Schaut mal hier. Langsam wird das hier eine kleine Wohnung. Nur habe ich noch kein Dach und es regnet. Eigentlich müsste jetzt das, wenn es realistisch wäre, müsste jetzt das ganze Holz komplett abfaulen und alles mögliche. Das passiert aber nicht. Oh, ich bin so blöd. Direkt weggeschmissen werden. Ich wollte mir Sticks machen, war aber zu schnell und habe auch so den Knöpfe gemacht. Oh, oh, ich höre ja auch irgendwas Schleimiges. Ah, da ist auch so ein Schleim, scheiße. Okay, der geht mir auf jeden Fall nach. Der ist auf jeden Fall... Boah, der ist ja ganz schön schnell. Okay, jetzt hole ich erstmal ein bisschen Sand, weil ich brauche Fenster. Och, da kommt der scheiß Slime, Alter, wie schnell ist denn der? Warte, warte, ich schick's dir gleich, wenn ich hier gleich das Sand mitgenommen habe. Und dann knall ich den hier ab. Verpiss dich. Digga, wie fällt denn der aus? Okay, er ist down. Weil mir gerade ein Skelett hinterherrscht. Jetzt ist hier eine Spinne in meinem Haus. Ich glaub's nicht. Digga, warum kommt denn jetzt ein Skelett hier rein? Hau doch mal ab. Hier kommt noch ein Skelett. Digga, wie viele Skelette sind denn hier? Aber gut. Was war das denn? Hä? Hier ist ein Schmetterling zu mir reingeflogen, gegen die Wand geflogen und gestorben. Bei Outdoor bin ich immer dabei. Hier ist ein Schmetterling in meinem Haus gekommen. Ich glaub's nicht. Aber irgendwie nicht. Ja, okay, er ist rausgeflogen. Hä, wieso ist denn der jetzt gestorben? Ich habe nichts gedrückt. Ah, ich sehe dich schon. Ja, ich bin auch noch am Aufnehmen tatsächlich. Was? Hast du die? Alter, warum schnüffelst du denn direkt rum? Schade, 1234 ist nicht das Passwort. Nee, 1234 ist ganz bestimmt nicht das Passwort. Kannst du mal aufhören, Kohle rauszunehmen? Ich knall dich gleich ab. Nicht da. Ich spring und mach nicht. Nein, alles gut, alles gut. Also ich mache jetzt erstmal eine Picke und die Dia-Spitzhacke leicht dir aus. Die kriege ich aber hoffentlich wieder. Ich mache mir jetzt gleich einen Hubschrauber, dann fliegen wir zu dir. Okay. Schau mal kurz, was andere Flieger oder Panzer oder Helis kosten. Ja, es gibt manche, also am teuersten sind die Düsenjets. Ja, es gibt auch Kriegsschiffe, ja. Mache ich auch gerade. Ich mache gerade 3 Kanister. Im Prinzip ist das so eine Eisenwanne wie eine Lore und dann kommt da Kohle in die Mitte. Und du kannst sie auch wieder refuelen. Indem du einfach Kohle im Inventar hast. Oh, ich habe sogar den Erfolg gekriegt. Refueling. Oh, let's go. Starten wir. Ich bin jetzt in dem Sumpf da. Da ist eine relativ flache Fläche. Da kann ich muss da landen können. Ne, Frossi, ich kann nicht auf Wasser landen. Nur zur Info, wo bist denn du überhaupt? Zwar langsam, aber okay, sicher. Kann so. Man den abbauen? Ja, kannst du. Dann ist er aber weg. Deswegen würde ich dich bitten, das nicht zu machen. Perfekt. Genau, an der Stelle würde ich dann die erste Folge Minecraft Battle Project beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich mega freuen. Und wenn ihr noch auf dem Kanal seid, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann solltet ihr kein Video mehr verpassen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video. Bis dahin und ciao.